Hey Aleopa, hallo Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Sprich mal Schwedisch. Ich bin Joakim und heute wollte ich ein bisschen über den deutschen Akzent reden. Und zwar wollte ich euch darauf aufmerksam machen, was ihr so markantes Deutsch macht, wenn ihr Schwedisch aussprecht. Es ist nicht schlimm, einen Akzent zu haben. Viele wollen nicht mal anfangen, Schwedisch zu reden, denn sie haben Angst, denn sie haben einen Akzent. Aber alle haben einen Akzent am Anfang. Ich, sogar jetzt, nach 20 Jahren oder so Deutsch sprechen, habe ich auch einen Akzent. Das hört man vielleicht nicht sofort, aber spricht man mit mir 5 Minuten, dann hört man eben, dass ich nicht aus Deutschland komme und ja, ich habe immer noch einen Akzent. Man wird eben immer oder fast immer oder was auch immer, man wird halt sehr oft einen Akzent haben. Da kommt man nicht drum rum. Und am Anfang hat man einen Akzent. So ist es einfach. Und deswegen soll man nicht Angst haben oder Angst davor haben, irgendwie ausgelacht zu werden oder sowas. Man lernt eben eine neue Sprache. Das ist cool an sich. Und hat man einen Akzent, hat man auch eine Geschichte sozusagen. Aber es gibt halt eben Sachen, die sehr markant für Deutsch sind und deswegen wollte ich euch einfach darauf aufmerksam machen. Aber man muss nicht alles beheben sofort. Wird man verstanden, dann hat man das Ziel erreicht sozusagen. Aber fangen wir mit O an. O ist eben der Laut, den wir als langen A-Laut verwenden. Wir haben also A und O, nicht A und A. A verwenden wir nicht, ihr schon, wir nicht. Und das Problem ist, dass viele von euch, ihr hört wohl O als O. O, O. Deswegen habe ich oft gesehen, dass Leute Jättebro schreiben statt Jättebra. Und hier geht es nicht richtig mehr um Akzent, sondern einfach nur, ja, es ist einfach falsch. Es wäre besser, wenn man hier den deutschen oder das deutsche A verwenden würde. Also jättebra oder sowas. Das wäre okay. Das ist eben immer noch der deutsche Akzent, aber der mit einem näheren und mehr, ja, richtigeren Laut. Ja? Dann haben wir Ü und I. Und ich verstehe, dass diese beiden Laute sind super schwer für Deutschsprachige auszusprechen, aber beide Laute als Ü auszusprechen ist echt nicht zu empfehlen, denn wir müssen zum Beispiel zwischen Lyra und Lyra unterscheiden können. Es sind zwei unterschiedliche Wörter und Lyra ist, wir denken dann so, was meint man hier? Normalerweise ist mit einem Akzent zu sprechen überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man eben als Schwede dann nicht verstehen kann, also die Wörter nicht auseinanderhalten kann, dann haben wir ein Problem. Und deswegen musste ich das mal kurz erwähnen. Also Ü und Ü sind unterschiedliche Laute. Sie sind nicht als Ü zu realisieren. Auf Schwedisch nennen wir Ü deutsches I. Okay? So, das ist interessant. Wir denken also, dass, oder wir denken eher, dass das wie ein Y ist, als ein Ü. Okay, um ein Y machen zu können, macht man I. Und dann macht man die Lippen rund, ja? I, I, I. Das ist doch einfach. Das könnt ihr auch. I, 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 einfach nur die Lippen anspannen und dann für Ü könnt ihr meinetwegen Ü sagen. Das ist, denke ich, okay. Ihr müsst nur irgendwie die Laute auseinanderhalten. Das ist einfach das Wichtige hier. R ist auch so ein Riesenproblem für euch. Ich habe viele Videos dazu gemacht und vielen geholfen, aber kann man nur R sagen, ist das auch nicht weiter schlimm. Wir verstehen euch. Das ist das Ziel, verstanden zu werden. Und R verstehen wir
ohne Probleme. Manche Dialekte verwenden auch R auf Schwedisch. R, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich spreche so einen Dialekt nicht. Das Problem ist aber, dass das deutsche R manchmal in Richtung einen neutralen Vokal geht. Hm. Hört ihr euch das an? Torte. Torte ist nicht Torte, ist Torte. Tor. Ah, es ist ein quasi A, das ein bisschen neutraler gegen Schwa geht. Torte. Das ist das Problem. Beherrscht man das R, darf man das nicht übertreiben, sondern es geht eher gegen so ein leichtes Tippen. Oder ich sage manchmal sogar, ich komme aus Stockholm. Wir sagen Julit zum Beispiel. Aber sagt man also R stattdessen, R, muss man das eher übertreiben. Es darf nicht gegen diesen Vokal gehen. Nicht Torte, sondern Torte. Irgendwie so. Sonst könnte man euch vielleicht nicht verstehen. Damit verwandt ist auch die Endung ER. Wir sagen zum Beispiel Lehrer und nicht Lehrer. Lehrer. Ja, und auf Schwedisch können wir diese Endungen nicht verschlucken. Auf Schwedisch haben wir das Wort Eller. Und Eller heißt oder. Kann aber nicht einfach so wie Ella ausgesprochen werden, denn das klingt für uns Schweden wie Ella oder Ella, der Name. Es besteht hier also eine Verwechslungsgefahr. Das E wird hier auch eher gegen Schwa ausgesprochen, deswegen ja, wie Käse, wie das E in Käse, ja? Deswegen Ella, Ella, nicht Ella. Sehr wichtig. Die ganze Endung darf nicht verschluckt werden hier. Dann haben wir das beliebte V auf Schwedisch und das ist immer ein W und nie und nimmer ein F-Laut. Da müsst ihr einfach durch. Ist ja zum Glück kein schwerer Laut. Man müsste einfach nur sich umstellen. Ihr schafft das schon. Und dann, zuletzt haben wir Auslautsverhärtung. Ja, das heißt, D wird zu T am Ende von Wörtern und das haben wir nicht auf Schwedisch. Also das Wort und würden wir Schweden spontan als und lesen. Das heißt, Hund wird auf Schwedisch Hund ausgesprochen, nicht Hund. Ja, man muss einfach diese Konsonante bisschen lautgetreuer aussprechen. S oder S wird immer stimmlos ausgesprochen, nie S. Für manche vielleicht schwierig, ich weiß es nicht, ist aber nicht super wichtig. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen, denn wir haben kein S auf Schwedisch. Wir haben diesen Laut einfach nicht. Gar nicht. Nicht da. Okay? Aber ist auch nicht wichtig. Wir würden auch S als S verstehen. Es gibt also kein Problem, keine Probleme da. Wollte es nur mal erwähnen. Und zuletzt wollte ich nur mal kurz über den Akzent 2 reden. Flickern. Also den Akzent. Das Problem ist, dass viele diesen Akzent dahin packen, wo er eben nicht hingehört. Und das ist ein bisschen verwirrend. Manche Dialekte, zum Beispiel die Dialekte in Finnland, also die schwedische Dialekte in Finnland, ja, da verwendet man diesen Akzent überhaupt nicht. Das heißt, manche Dialekte verwenden den Akzent gar nicht. Und somit sind wir es gewohnt, den nicht zu hören. Und deswegen ist es für uns weniger verwirrend, wenn man den Akzent überhaupt nicht verwendet, statt wenn man den falsch verwendet. Das heißt, ist man sich nicht ganz sicher, sollte man es lieber lassen vielleicht, wenn man besser verstanden werden will. So, meine Lieben, das war alles für heute. Ich hoffe, ihr habt jetzt was gelernt. Ich will jetzt nicht, dass dieses Video als Kritik oder sowas rüberkommt. Ich möchte einfach nur mal sagen, diese Sachen sind am wichtigsten, wenn man verstanden werden will. Okay, S war ja jetzt nicht so wichtig, wollte ich einfach nur mal am Rande erwähnen. Aber man könnte vielleicht sich Gedanken drüber machen, was man so von diesen Sachen selber macht und ja, beheben, wenn man möchte. Ja. Möchtet ihr Schwedisch lernen, könnt ihr das bei sprichmalschwedisch.com machen. Da gibt es kostenlose Audiolektionen und Vokabellisten und Sachen. Und möchte man das Projekt unterstützen, könnt ihr das über Patreon machen und dabei auch extra Funktionen auf der Seite entsperren.
möchtet ihr auch mit mir reden und Fragen stellen, da könnt ihr das über Discord machen. Alle Links sind unten in der Infobox und wir sehen uns in einem anderen Video. Hallo, bis zum nächsten Mal. Hey,